wir gehen jetzt mal kurz ins Redaktionsgebäude, Büro. Nämlich zu Lisa und Lukas. Lisa und Lukas, das sind sozusagen die Herzen unserer Redaktion. Ne? Ohne die würde hier nämlich gar nichts laufen. Und die haben es nämlich hingekriegt, etwas zu erstellen, nämlich den sogenannten Papercut. So wird bei uns unter anderem auch Fernsehen gemacht. Und Lisa packt es ein und geht nach Hause. Hier haben wir auch ein paar Fotos. Die sind alle total begeistert und machen im zweiten sieht man besser. Hier haben wir unsere Fußballfans. Und ansonsten haben wir hier Ronnie's Sex Shop. Wir haben unsere fantastische Inderin, die uns in die Geheimnisse der Gewürze in Indien einführt. Und auch wenn sie immer noch sehr kamerascheu sind, die beiden sind da hauptverantwortlich für. Da. Ach Kinder, ne? Könnt ihr nicht woanders spielen? Hier wird gearbeitet. So. Okay, das haben wir ein Wort. Das ist der strenge Lukas, deswegen gehen wir jetzt auch wieder und gucken mal bei den anderen. Ja. So, da sitzt normalerweise auch jemand. Hier haben wir noch einen Schnittraum, da sitzt der Nico und die Kirsten, die bauen nämlich auch noch eine Stunde zusammen. Wir sind in der Spätschicht, in der Nachtschicht sozusagen und die Flure hier im ZDF, die sind zwar, könnte man meinen, leer, sind sie aber gar nicht, weil hier stehen nämlich nochmal zwei vom 24-Stunden-Team. Voilà. Eva und Klaus. Ich bin eigentlich gar nicht mehr da, aber ich bin schon abgekämpft hier. Die schneiden auch wunderbare Geschichten zusammen und die Arbeit, die geht nämlich jetzt noch weiter bis spät und früh in die Nacht hinein. 1 Uhr morgens wird es dann sein, 1.30 Uhr. Und jetzt schauen wir mal, wen haben wir hier noch? Die Stunde ist fertig. Das ist gut für die Elf. Und was hier so klein und bunt glänzt, ja, und auf dem Bildschirm zu erkennen, hier unten, so sieht nämlich ein fertiger Schnitt aus. Steffi, warum sollte sich jemand diesen Film angucken? Weil wir wahnsinnig fantastische Protagonisten haben, die sehr witzig sind, mitunter sehr nachdenklich stimmen und weil wir in 24 Stunden eben eine Vielfalt an Leuten haben, wo es sich lohnt einzuschalten. Stimmt's, Thomas? Wenn ich nachts arbeite und 12 Stunden nachts arbeiten muss, dann finde ich auch, dann müssen viele Zuschauer dabei sein, die auch nachts gucken. Wenn ich mir schon wenn ich mir sozusagen die ganze Zeit, meine ganze Kraft da reinsetze, dann, ja, dann hoffe ich, dass vor allem nachts die Leute gucken, zusammen mit mir, irgendwo in dieser Welt. Du glaubst, Mitleid ist ein gutes Argument. Absolut. Im zweiten sieht man besser. Lukas, was qualifiziert dich überhaupt für diesen Job? Ich bin belastbar. Und du bist eine exotische Mischung. Von? Ostfriese und Schweizer. Richtig, genau. Das ist ein Argument. Deswegen wird auch der Film gut, glaube ich. Ne? Weil es braucht schon eine Mischung aus Friesland und der Schweiz, um einen interessanten 24-Stunden-Film über Südafrika zu machen. Schönes Glaser. Ich gucke auf jeden Fall. Vielleicht hat noch jemand Lust mitzugucken.